Hi, da bin ich wieder. Und heute schauen wir nochmal in der Karten für morgen. Wie wird die Energie morgen sein? Denn morgen haben wir ein Portal. Sag schön, dass du da bist. Lass uns keine Zeit verlieren. Was sollst du für den morgigen Tag auch wirklich für dich erfahren jetzt? Für dich und deine Zwillingsflamme, wo kannst du schon mal für dich bestimmte Hinweise gewinnen und wie kannst du dich also am besten lenken an diesem Tag? Und sagt mir bitte auch in den Kommentaren, wie euch das gefällt, wenn ich einen Tag vorher die Orakel mache für euch. Ich finde, das könnte auch wirklich gute Hinweise für euch geben. Und da seid ihr am besten schon vorbereitet darauf, ja? Und könnt ihr am besten auch natürlich damit umgehen, ja? Es geht wirklich darum, das Willkommen sein. Also an dem Portaltag kannst du deine Zwillingsflamme so mit deinem Herzen, mit deiner Seele, also wirklich willkommen heißen. Also du kannst dich öffnen. Und dann würde das auch tun. Das ist hier die Grundenergie. Das, was bedeutet die vier? Vier Stäbe, das ist so nach Hause kommen. Das ist so wirklich absolute Herzöffnung auch. Ja, komm, ich bin volle Freude, ich bin da offen. Und also es würde wirklich hier sagen, dass du da auch wirklich energetisch immer so wunderbar unterstützen kannst, ja? Denn, also es gibt auch morgen einen Energiekreis und du kannst mit deinen Zwillingsflamme dabei sein. Also ich erlebe das immer wieder, dass halt auch immer wieder Menschen, die diese energetische Begleitung auch für sich wahrnehmen, dass die auch wirklich unglaublich in dem Prozess sich weiterentwickeln. Also es ist hier der 10 Kelche, wie du siehst, also es wird diese 10 Kelche auch geben. Du findest auch dieses Angebot unter dem Video verlinkt in meinem Shop. Also kannst es direkt buchen. Ja, für morgen, dann bist du am besten vorbereitet. Und es geht auch darum, dass du auch hier schon sehr fleißig bist, weil wenn du an deinem Prozess weiterarbeitest, dann geht das auch in der nächste Ebene, in der nächste Level. Ja, und du kannst für dich selber einstehen, was für dich wichtig ist. Du kannst wirklich deinen Fokus darauf richten. Ja, da stehst du für dich selber ein. Auch deine Zwillingsflamme steht darauf ein. Also das heißt, er wird deine Energie wahrnehmen, der wird das auch spüren, ja. Wichtig ist hier, schau mal, dass du dich zurückziehst. Also was heißt das? Innerlich dein Herz öffnest, aber trotzdem natürlich bei der Energiearbeit sowieso, dass du bei dir bleibst, dass du dann dich darauf fokussierst. Hier die Schlange symbolisiert auch für mich hier in diese Tarot-Deck, symbolisiert für mich auch hier die Ewigkeit, ja, also das ist hier die liegende 8 für mich, ja, also unglaublich tolle Entwicklung, also an dem kommenden Portaltag. Oh, da kommt sogar die Hohepriesterin. Du hast durch diese Energiearbeit so unglaublich eine hohe Schwingung hier, erreichst du dadurch und das erhebt dich und du kommst mehr in deine Kraft. Also sehr gerne, wie gesagt, melde dich dazu an, auf jeden Fall zu diesem Energiekreis. Ich sehe hier, dass hier noch der Mond auch eine Rolle spielt. Wir gehen mit großen Schritten Richtung Neumond zu. Wir gehen mit großen Schritten Richtung Neumond zu. Und das kann sich hier, also auf jeden Fall, auch super entwickeln. Und auch deine Ängste kannst du dann auch wirklich anschauen. Was haben wir von dem Neumond? Ich glaube, Neumond wird, das ist der 2. Neumond in diesem Monat. Also wird am Samstag sein. Und alles, was du dann halt am Samstag auch wirklich beginnst, wirst du das so gut manifestieren. Also apropos, gibt es auch ein Neumond-Ritual. Also, was sehe ich denn jetzt hier? Also, ich sehe hier, wie gesagt, dass
so eine Glückswende für dich anstehen wird, also durch diesen Portaltag, und da kommt der Hohepriester. Also du kriegst schon mal eine super Unterstützung, so nehme ich das jetzt hier wahr. Und wichtig ist, dass du wirklich an dem Tag hier jeglichen Konflikte aus dem Weg gehst. Und deine Zwillingsflamme will das ja auch. Er will ja keinen Streit oder Konflikt mit dir haben, auf keinen Fall, sondern damit er wirklich eine bestimmte Situation verlässt und also in deine Richtung kommt. Und der Mond wird ihn dabei auch gut unterstützen. Auch dieser Portaltag, denn das sind energetische Punkte, die auch wirklich für ihn hier eine gewisse Herzöffnung auch wirklich ermöglichen. Also er wird hier dieses verschlossene Herz dann auch öffnen können, wenn du dich so ein bisschen zurücknimmst, aber dein Herz öffnest innerlich. Ich hoffe, ich kann das jetzt hier gut transportieren, was ich meine. Energetisch bei dir bleiben, dein Herz öffnen, also kein Kontakt, also nicht schreiben, gar nicht. Und es geht auch darum, dass dieses Geben und Nehmen in Einklang kommt. Das ist ganz wichtig. Also du kannst hier also unglaublich vieles verändern. Und also auch wenn du jetzt nochmal in dir so einen inneren Kampf hast und sagst, warum muss ich jetzt immer alles selber verändern? Ja, du bist hier die Vorreiterin in diesem Prozess, in diesem Zwillingsflammenprozess. Du bist die Vorreiterin, mach das. Und auf jeden Fall, Asse sind immer gute Chancen. Dieser Portaltag wird dir unglaublich gute Chancen geben. Also besinne dich darauf, der wird dir gute, gute Chancen geben. Und also es geht wirklich darum, ja, auch wenn das jetzt am Anfang ist, nutze diese Energie, nutze diese Kraft, was sich dir jetzt bietet dadurch. Und also langfristig wirst du hier einiges bewegen. Es wird auch etwas Neues geben für euch. Also das werde ich euch auch natürlich noch erzählen im Orakel, was ich Neues für euch als Zwillingsflammen kreiert habe. Denn es geht auch um energetische Begleitung, damit ihr wirklich in der Next Level kommt. Da wird es auch wirklich mit der Gruppe was ganz Besonderes geben, wo ihr energetisch dabei sein könnt, live, ja. Und was sehe ich denn jetzt hier? Also, Ritter der Stäbe heißt eine wundervolle, schnelle, schnelle Entwicklung. Das entwickelt sich großartig zwischen euch. Und ich ziehe jetzt hier für diese Legung heute, ziehe ich einfach eine Herzkarte. Weil mir das jetzt so als Impuls kommt, was fühlt deine Zwillingsflamme? Also, er lauscht in sich auch hinein. Er, wenn er sich nicht meldet, also er fühlt seine Gefühle und will dir wirklich wissen, was hinter seine Gefühle steckt. Und das war jetzt die unterste Karte. Er ist aber im Geiste schon bei dir. Und es ist wichtig, dass du daran auch glaubst, dass du das nicht aufgibst. Ich hoffe, du hast dich hier wiedergefunden. Wie gesagt, unter dem Video, schau vorbei, schau dir dieses Angebot an für die Portaltage. Ich freue mich auf dich und ich sage danke und bis bald.